Hi meine Freunde, ich bin's wieder, euer Noma. Heute mal eine ganz andere Art an Video. Es geht aber um The Amazing Spider-Man. Ich wollte euch was über die DLCs erzählen und ein paar Infos geben. Und es geht um die Anzüge von Amazing Spider-Man. So, dann suchen wir mal. So, da haben wir es ja schon. So. So, das Spiel selbst brauche ich ja nicht zu zeigen. So, dann hier Rhino-Herausforderung. Da wird man als Rhino durch New York jumpen und alles Mögliche zerstören. Und umso mehr Schaden man macht, umso mehr Bonuspunkte bekommt man. Und hier steht hauptsächlich durch Taxis und Autos. Jo, dann gehen wir mal zum nächsten. Aber das tobende Echse-Paket, das lassen wir erstmal aus. Das kommt als letztes. So, Suchen und Zerstören-Paket. Schalte das Paket Suchen und Zerstören frei. Erhalte Exklusivzugriff auf zwei neue Minispiele auf Spider-Mans Handy im Spiel. Mission vernichte Vernichtung der Stadt, zerstöre so viele Autos und Verkehrsschilder in Manhattan wie möglich, bevor die Zeit abläuft. Grants Jäger, finde und zerstöre so viele feindliche Roboter wie möglich und heile so viele Infizierte wie möglich, bevor sie dich besiegen. Bitte. Ah ne, das ist ja nur der Hinweis zum Download. Weil die kann man nicht mit der russischen Version benutzen. Aber ist ja eigentlich klar, wenn wir Deutsches lesen, ist das ja für die Deutsche, ne? So. Und dann Stan Lee Abenteuerpaket. Stan Lee, den kennt ihr doch bestimmt. Das ist der Macher oder einer der Macher von Marvel Comics. Und man sagt immer so, er versucht sich überall reinzudrängen, in jede Comic und in jedes Spiel. In jedem Film ist er sogar drin, wo er mitwirkt. Es gibt auch ein paar Filme, wo er nicht dabei ist. Aber soweit ich mich erinnere, war der sogar in The Amazing Spider-Man in dem Film auch drin. Da war der vor der Bibliothek. Da ist er einmal kurz aufgetaucht und hat auch was kurz gesagt. Und mir fällt gerade ein, in der Schule, als die Echse in die Schule kommt, auch in der Bibliothek, genau, in der Bibliothek war das. Da hat er ganz laute Kopfhörer auf dem Kopf. Und macht da die ganze Zeit sein Ding und merkt gar nichts, dass er da im Kampf ist. So, was steht denn hier? Komplett vertont von Spider-Mans Erfinder persönlich. Spielst du als Stan Lee und zwingst dich mit dem Netz in einen atemberaubenden Rennen durch New York City. Nutze Spider-Mans Kräfte wie Wandkrabbeln, Netzsprüngen sowie Netzschwung und sammle überall in Manhattan fehlende Seiten von Stans aktuellen Skript. Wenn du alle Seiten gesammelt hast, schaltest du eine überraschende Belohnung frei. So, und dann steht wieder der Hinweis für die russische Version. Also, als Stan hat man die Kräfte von Spider-Man und kann durch die Gegend hüpfen. Und muss natürlich von dem neuen Skript sozusagen, was heißen könnte vielleicht der neue Film von Amazing Spider-Man, muss man die Seiten einsammeln. Oder ein ganz anderer Film. Jo, dann gehen wir jetzt zum letzten Paket, weil da ist noch was Schönes drin für euch. So, das tobende Echse-Paket. Das ist eigentlich so ähnlich wie Rhino. Da ist man als die Echse und muss sie auch durch die Stadt rennen und alles kaputt stampfen, so gut wie möglich und besiege die Oskorp-Wachen. Nutze den Boost-Sprung, das ist auch eine coole Sache, und zerstöre Türme. Oskorp versucht mit Schockwellen ihn einzudämmen, also euch, wenn ihr das spielt. Ja, und eine schöne Sache, die noch dazu kommt, Spider-Mans Kämpferanzug.
Bevor er sein berühmtes Kostüm fertigstellte, zog Peter Parker mit seinen neu erworbenen Kräften in die dunkle Straßenklamotten in den Kampf gegen das Verbrechen. Jetzt kannst du dir den Anzug aus dem Film The Amazing Spider-Man überstreifen und deinen inneren Spidey entfesseln. Also wenn ihr den Film gesehen habt, dann habt ihr auch am Anfang gesehen, wo er unterwegs war, erstmal den Bösewicht gesucht hat, der auch seinen Onkel getötet hat. Da hat er die ganze Zeit einfach nur so eine rote Maske auf, eine Sonnenbrille, eine Mütze, eine Weste. Eigentlich ganz simpel. Und erst nachher hat er den richtigen Anzug gehabt. Und ich habe eigentlich gehört gehabt, dass es nur diesen Kämpferanzug mit dem Film gibt. Wenn man sich einen Film kauft oder sogar nur vorbestellt oder ich weiß es nicht genau wie, aber stand mal im Internet, dass es nur so geht, aber hier sieht man, es geht auch mit diesem DLC. So, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in einem Augenblick wieder im Spiel. So, und dann sind wir schon hier beim Kleiderschrank. Dann gucken wir einmal hier rein. So, das hier ist der ganz normale Anzug, den ich gerade anhabe, ohne Gürtel. Den gibt es von Anfang an in Amazing Spider-Man. Da seht ihr auch dieses langgezogene Spinnensymbol, also mit den langen Beinen. Das ist typisch für The Amazing Spider-Man. Bei dem klassischen, das werdet ihr dann auch noch im späteren Part mal sehen, mit dem klassischen Anzug oder klassisch schwarz eher gesagt. Da wird ein kleineres Symbol Ich drauf sein. gehöre nach Beloit, nicht hierhin. So, Es dann ist wählen zu wir mal kurz den gefährlich. Standard Ich aus. bin zu gefährlich. So, da sieht man den Gürtel, den hat man von Anfang an. Und der andere ohne Gürtel, den kann man sich dann aus dem Schrank holen, wenn man findet, ohne sieht es besser aus, so wie ich es gemacht habe. So, und dann haben wir hier den Kämpferanzug, wo ich eben sagte, der ist aus dem Film. Den hatte der am Anfang halt eine Zeit lang angehabt. Und den gibt es halt mit dem Film, wenn man sich den kauft. Da gibt es dann einen Code extra fürs Spiel. Und natürlich gibt es dann auch noch den DLC, den ich euch eben gezeigt habe. Die tobende Echse. So, dann würde ich sagen, dann wählen wir den mal aus und hüpfen ein bisschen rum. Den nehmen wir den, weil die anderen zwei habt ihr ja schon gesehen. Dann gehen wir mal damit raus. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen sehen, wie das so Egal, was aussieht, wenn man mit passiert, dem durch die Stadt hüpft. Echse. Nur ganz kurz. Und natürlich habe ich noch ein paar Infos. Da gibt es noch drei Anzüge, die ich euch in der nächsten Zeit nicht direkt zeigen kann. Der erste ist zum Beispiel Cross Species. Das heißt, wenn man das Spiel einmal komplett durchspielt, dann bekommt man so einen Anzug, das so aussieht, so ähnlich wie diese ja, Infizierten, kann man sagen. Ne? Also man ist ein bisschen infiziert und Joe's Billardtreff, 8-Ball am ja, so Apparat. hat ein bisschen Glück, dass es dunkel ist. Whitney, Ne? was ist los? Da sieht man den Anzug nicht so sehr. Sollte das nicht eigentlich genau andersrum laufen? Also wir springen mal hier drauf, dann machen wir mal, zeige ich euch das mal so. So. Und dann haben wir noch den Black-Anzug. Das ist von The Amazing Spider-Man, der schwarze Anzug. Also, ich weiß nicht, ob ihr den dritten Teil gesehen habt. Da war, also von dem normalen Spider-Man. Da gab es den Teil mit dem Venom. Also diese schwarze Alien-Spezies. Die Besitzergeist von Spider-Man. Und nachher natürlich dann kann er sich davon lösen. Verbindung unterbrochen. Achso, während des Sprechens wurde das unterbrochen. So, er lädt wieder, können wir nicht auf die Karte gehen. So, und natürlich hatte er dann einen großen Kampf gegen ihn und den Sandmann. Sehen zehn Schüsse vor einem Pfandleiher, fordere Verstärkung an. Aber es Over. geht ja Ich eigentlich muss um das aufhalten, diesen bevor jemand umkommt. schwarzen Anzug. Und bei The Amazing Spider-Man gab es diesen auch. Natürlich jetzt noch nicht während des Films oder des Spiels.
Und den bekommt man nur, wenn man das Spiel zu 100% durchspielt. Und dann haben wir noch diesen Classic-Anzug, heißt der. Das ist der ganz normale Anzug, den es auch bei den normalen Spider-Man-Filmen gab. Mit dem kleinen Spider-Man-Symbol vorne und hinten. Und natürlich der hintere, den finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe schon immer gern gelesen. Ja, und die bekommt man nur angeblich durch irgendeinen DLC, den man sich runterlädt. Und einen Vorbesteller-Code, den man dann hat. Aber wenn man weiß, wie die Vorbesteller-Pakete aussahen, da gab es diesen Rhino-Paket. Also könnte es sein, wenn man sich den Rhino runterlädt, dass man den vielleicht bekommt. Oder den Rhino plus ein anderes DLC, zum Beispiel die Toben der Echse. Weil das sind zwei gute Pakete. Und die machen wahrscheinlich auch sehr viel Spaß. So, dann würde ich sagen, dann war's das mit diesem Part. Dann sehen wir uns jetzt im nächsten Part von den Anzügen in Serie 2.